but never mind. Oh, Hallo, willkommen zur Nonfigurencraft Skeleton Wurst. Und ich bin's ja, Skelet Boys. Und was haben wir in der letzten Folge gemacht? Da waren wir ja bei Eva. Und da haben wir diese neue frische Rüstung gekriegt, wo ich auch immer schön durchgucken kann, weil bei meinem Skin die Augen richtig hoch sind. Ja. Und dann hatte ich richtig. War ich dumm beim Enchanten. Letzte Folge. Ich kann nur sagen, ich kann nicht lesen. Ich kann einfach nicht lesen. Da steht, ich brauche mehr Bücherregale. Und das Problem ist, kann ich euch zeigen, hier, der Teppich, den ich hier habe, der blockiert die Bücher, die blockieren den Verzauberungstisch. Da habe ich mir erstmal 30 Jahre Leder und Papier gefarmt für Bücherregale. Und jetzt habe ich genug Bücherregale und habe jetzt schon auf meine Rüstung alles Mögliche, was ich hier drauf verzaubern kann, was gut ist, drauf verzaubert. Leute, weil anders geht es nicht. Und ich habe mein Schwert auch sehr gut verzaubert. Deswegen, ich habe sehr viel Level aufgebraucht. Deswegen haben wir jetzt nicht mehr ganz so viele Level hier drin. Aber wir haben noch viele Level, Leute. Das wollte ich einfach mal sagen zu dem Level-Zeug-Gedöns. Und vielleicht hört ihr es im Hintergrund, dieser Phönix. Der ist richtig nervig. Ich muss jetzt meine freundlichen Kreaturen, ich glaube, ich ganz schnell hier runterstellen. Ich kann euch mal zeigen, wenn ich die auf 100 habe. Merkt ihr, wie laut? Der ist richtig laut. Das regt mich mit der Zeit auf. Und warum gehe ich mal auf Grafikeinstellungen? Ich mache jetzt einfach mal auf 2. Freundliche Kreatur mache ich jetzt auf 2, damit ich dich nicht mehr hören muss. Weil du mir auf die Nerven gehst. Ich mach dich gleich kalt. Ich mach diesen Phönix echt bald mal kalt. Ich raste aus und mach rechts, links, rechts bei dem Phönix. Ich hol meine Homies, mach diesen Phönix kalt. Oder ich mach den richtig kalt. Ja. Okay, Leute. Ich wollte mal wieder in den Briefkasten gucken. Weil letzte Folge haben wir ja was Gutes gekriegt, wo ich durch den Briefkasten geguckt habe. Und ich will jetzt auch wieder was Gutes kriegen im Briefkasten. Und, okay, Dojo. Okay, Dojo. Okay, eine Warpage. Dojo. Okay, die nehme ich mal mit. Und dann Brieftraining. Okay. Guten Tag, Skelettboss. Ich bin der Sensei von den Hitsura. Ich lade dich zu meinem Training ein. Komm vorbei. Die Warpage führt dich zu mir. Okay. Dann packen wir doch mal die kleine Warpage da rein. Und mal schauen, wo wir so landen. Ah, da ist der auch schon. Hallo. Da ist dieser Sensei. Der ist ja ganz schön alt. Hallo. Wie ich sehe, sind sie gekommen. Ja. Ich habe ihre. Was? Ich bin schon lang. Okay. Okay. Wenn er schon lang ist, dann ist er schon lang. Da steht Sensei. Aber egal. Okay. Ich hatte mir für etwas Timer gestellt. Der Sensei, der Hitsura. Cool. Okay. Jetzt weiß ich, dass das für mich abgelaufen ist. Für meinen Tee habe ich mir einen Timer gestellt. Die Ninja von den Hitsura wurden von mir ausgebildet. Nice, Leute. Nice. Wenn die Ninja von ihm ausgebildet wurden, ist das nice. Und jetzt bilde ich dich aus. Yeah! Dann werde ich eine Maschine. Ich werde eine Maschine, Leute. Ich rock die Osius weg, wenn der große Kampf ist. Links, rechts, geh ich dir um euch kalt. Okay, ich fliege, super. Hat er noch irgendwas geschrieben? Durch das Kung Fu ermöglicht es mir. Was? Was ermöglicht es dir? Das Kung Fu, das ist krass. Spezielle Kräfte zu verwenden.
cool. Welche? Ich raste jetzt völlig aus. Okay, Leute. Ich raste völlig aus. Welche? Ich will wissen, welche Kräfte. Da ist er. Wie Fliegen oder übernatürliche Stärke und so weiter. Okay. Die will ich auch. Obwohl, Fliegen und übernatürliche Stärke habe ich schon. Stärke 2. Ist OP. Und mein Wissen möchte ich dir weitergeben. Cool. Danke. Hast du noch irgendwelche Fragen? Wenn er der Setzer der Hizura ist, dann weiß er ja was über die heilige Waffe. Heilige Waffe. Da hätte ich eine Frage. Was ist das? Wo bekomme ich sie? Okay. Ah, er hat's gesehen. Okay. Muss ich mal ihn anschauen. Okay, schon etwas älter. Die heilige Waffe. Ja. Ja, so. Sag mal was über die heilige Waffe. Die habe ich mal besessen. Was? Er hatte die mal, aber... Wo ist die heilige Waffe? Wenn er die mal besessen hat, ich will die Waffen haben. Die ist so krass, die heilige Waffe. Ich weiß leider nicht, wo ihr Stand jetzt ist. Ach man. Schade. Was? Ich werde mal schauen, ob ich was finde. Okay, danke. Ja. Wenn er die findet, dann haben wir die heilige Waffe, Leute. Und dann bin ich krass und kann die jetzt wegrecken. Dann bin ich krass. Wenn ich etwas finde, dann sage ich dir Bescheid. Okay. So. Oh oh, er hat so geschrieben. Okay. Jetzt beginnt dein Training. Okay. Okay. Jetzt beginnt unser Training, Leute. Nimm dir ein Katana. Okay. Das Katana. Nice. Ich nehme einfach das Katana. Nimm dir ein Katana. Antreten. Ja. So, es macht 8,5 Damage. Nicht gut. Ach da. Rechtschreibfehler. Okay. Keine Ahnung. Nee, ich schreibe doch nichts. So, was sollen wir als erstes machen? So, Lektion 1. Woo! Leute, jetzt geht's ans Eingemachte. So, die erste Lektion. Woo! Was wird's? Darf ich die verkloppen oder darf ich gegen die Sense kämpfen? Okay, zweite und er ist tot. Der Turbo-Wirbler. Cool. Okay, ein Turbo-Wirbler. Das klingt schon mal nice, Leute. Mega nice. Der Turbo-Wirbler. Dann wirbel ich herum und bist turbo-dumm. Okay, ja gut. Ich sollte aufhören zu reimen. Erst seine Kräfte sammeln und dann wirbeln und schlagen. Okay. So. Ich mache es erstmal vor, okay? Ich sammle seine Kräfte. Okay. Okay. Soll das so sein? Das sah jetzt, okay, ja gut, schreibt er. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Er ist irgendwie an den Rand gerannt. Man muss achten, dass man trifft. Okay. Ah, da, Leute. Der eskalierte schon völlig. Ja gut, der schlägt. Ah, jetzt schlägt der. Okay. Ja gut. So. Oh nein, Leute. Jetzt so, okay. Kräfte sammeln. An ihm, okay. Leute, werde ich schaffen. Treffe ich ihn? Leute, da ist er. Ich glaube, ich treffe ihn. Treffe ich ihn? Hä, wo ist er? Jetzt er. Leute, ich treffe ich ihn? Okay, eine Fickerl habe ich abgeschlagen. Okay, ich drehe mich einfach im Kreis und schlag um mich. Mehr. Okay. Leute, ich eskaliere völlig. Ich glaube, ich habe noch eine Fackel abgeschlagen. Ja gut, wenn es dir reicht, auf okay, Leute, ich glaube, ich habe ein paar Fackeln abgeschlagen.
gelöscht. Ich mache einfach hier wieder ein paar Fackeln dran. So, stopp. Okay. Wow. So. Ich gehe an die Seite. Nächste Lektion. Okay. Die erste Lektion ist schon sehr schnell ausgeführt. Okay. Was ist denn wohl die nächste Lektion? Der Flugschlag. Oh, Flugschlag. Ich mag fliegen. Ja. Ich will fliegen. Fliegen. Okay. Was schreibt er als nächstes? Man fliegt hoch und knallt runter. Oh, shit. Leute, wir fliegen hoch und knallen runter. Okay. Und was soll das jetzt bringen? Okay. Auf den Gegner und greifen ihn. Okay. Ah. Wenn die Zuhörer ja fliegen, dann... Wow. Da fliegt er auch schon hoch. Wo ist er? Da ganz oben. Okay. Okay. Er macht, positioniert sich. Fällt runter und... ja gut. Ja. Okay. So. Okay. Ich bin bereit. Jetzt du. Ich flieg hoch, Leute. Ich flieg hoch. Such mir meinen Gegner, auf den ich gehe. Zack. Ich mach dich weg. Ich mach dich kalt. Komm her. Gut. Oh. Ja. Ja gut, ich hab's abgebaut. Ich war zu krass. Ja gut. Sorry. Gut gemacht. ja, hoffentlich hat er es nicht bemerkt. Ja. Alter, ich baue das schon wieder ab. Okay. Ich bin halt zu krass, Leute. Bei der Maschine. Zack, jetzt mach ich. One it! Oh, ich bin eine Maschine, Leute. Das war's. Das war das heutige Training. Okay. War nice. War so. Was? Okay, ich kann Deutsch. Super. Ja, es war nice. Komm noch mal ein paar Tagen, da machen wir weiter. Okay. Ciao. Okay, ciao. Okay, das war mein Training. Ich leg das Katana zurück. Ja, war mein Plan, dass ich es zurücklege. Okay. Und jetzt? Okay, er ist weg. Ich port mich einfach nach Hause. Wenn das Training vorbei ist. Okay, Leute. Ich mach mal wieder heute eine kürzere Folge. Oder, ich weiß gar nicht, wie lang die Folge geht. Lass mich schauen. Joa, passt. Das passt schon leider. Ich würde mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was wir so noch den lieben Sholung, keine Ahnung wie er heißt, Sensei, fragen können. Vielleicht machen wir in der nächsten Folge weiter mit dem Training oder so. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und keine weiteren Videos mehr zu verpassen, abonnieren. Und sonst sage ich nur, ciao, Leute. Woo!